wunderschönen Sonntag euch allen. Ich nehme das hier jetzt. Ich dachte, ich probiere mal was Neues und nehme das Voice-Over mit Video auf und hoffe, dass euch gefällt und ich will heute mal ein bisschen über was anderes reden, während ich im Hintergrund male. Erstmal zu dem Bild an sich. Das ist eins der Bilder, die ich nach dem Tod von dem Channel von Markiplier und Crank Gameplays, also Mark und Ethan, Unus Armes gemacht habe, weil ich habe relativ spät angefangen, die Videos zu gucken, aber ich fand die Videos so super cool und lustig und habe auch den Livestream geguckt, den 12-Stunden-Livestream. Ich bin leider zwischendurch eingeschlafen, aber naja, auf jeden Fall, das ist ein Fanart, was ich gemacht habe und ich dachte, ich teile das einfach mal hier, weil ich das aufgenommen habe, weil ich auch auf die Bilder im Endeffekt so stolz bin. Und ja, jetzt wollen wir aber mal zum Thema kommen. Und zwar will ich über ein bisschen was anderes reden als sonst. Nicht über das Bild an sich, sondern über meine Situation im Moment, was im Moment so abgeht bei mir. Und zwar bin ich im Moment noch Student für Kommunikationsdesign. Ich studiere in Hamburg und ich werde nicht erwähnen oder sagen, was für eine Schule das ist oder wo ich, also auf welche Schule ich gehe. Nicht irgendwie wegen Privatsphäre oder dass man, keine Ahnung, ich bin halt noch so klein, dass keiner mir irgendwie schreiend hinterherrennen würde. Generell nicht. Und deswegen, aber einfach der Schule wegen und generell, dass da nicht irgendwie was Großes ausbricht, da habe ich nämlich absolut gar keine Lust drauf. Wie gesagt, ich bin Student für Kommunikationsdesign und ich wechsle jetzt im nächsten Jahr die Schule und den Studiengang. Ich bin jetzt im vierten Semester, das vierte Semester endet im März und ich habe aber jetzt in den letzten paar Wochen, Monaten, also einfach in der letzten Zeit dieses Jahr gemerkt, dass dieses Studium und das Thema auch einfach absolut gar nichts für mich ist. Ja, und es ist einfach nichts für mich. Erstmal zu den Sachen, die ich sehr gut finde an diesem Studium und auch in dem Studiengang, ist einfach die Vielfalt, die man damit, die Vielfalt, die in dem Studiengang vorhanden ist. Weil in diesem Thema Kommunikationsdesign, in diesem Überbegriff steckt so viel drin. Man lernt Illustration, man lernt mit Farben umzugehen. Dann kommen natürlich Grafikdesign, Animation und Werbung und Produktdesign und sowas. Das kommt alles mit dazu. Und auch Fotografie und Film. Und ich bin richtig überrascht oder positiv überrascht über die Vielfalt und ich mag das auch sehr gerne. Ich habe viele neue Leute kennengelernt jetzt in dem Studium. Einige davon sind auch jetzt meine Freunde und die würde ich auf jeden Fall nicht wieder missen wollen. Und man lernt, wie gesagt, man lernt Illustration sowohl digital als auch analog. Also analog jetzt mit, so wie ich das jetzt hier mache, mit Farben, mit Papier und Stift. Und das finde ich total cool. Die meisten Dozenten, die an solchen Schulen arbeiten, die kommen direkt aus dem Berufsleben. Das heißt, die haben ihren Beruf gelernt, die sind Fotografen, die sind haben ein eigenes Filmstudio oder haben eine eigene Werbeagentur. Also die kommen direkt aus dem Berufsleben und können dir auch sehr viel mitgeben, was das spätere Berufsleben in dieser Branche angeht. Und das finde ich super cool. Und ja, wie gesagt, die arbeiten nebenbei als Dozenten und hauptberuflich eigentlich in ihrem eigenen Job, in ihren Agenturen, in ihren Fotostudios. Und das finde ich super cool und die ganzen Stadien, sag ich jetzt mal, die ganzen Unterrichtsstadien und die ganzen Themen, die man durchläuft, finde ich total super und finde cool.
cool, dass das alles so viel Vielfalt bietet. Aber es ist dadurch, dass ich auch das erste Semester übersprungen habe und die ersten zwei Semester sind bei uns so gut wie komplett analog. Also mit Kalligrafie, mit Illustration, mit Anatomie und Abzeichnen und sowas. Und das waren so die Fächer, die ich mir am liebsten waren. Und auch die Fächer, also auch das, was man gelernt hat, einfach, dass man sich in dem, was man schon konnte, verbessern konnte. Und ja, die Fächer fand ich extrem cool. Von den Fächern habe ich aber leider nicht so viel mitbekommen, da ich das erste Semester übersprungen habe. Und das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie unbedingt gesagt habe, ich will nicht so lange studieren oder keine Ahnung. Es hatte einfach damit zu tun, dass ich eine Mappe abgegeben habe, die so viel Anklang gefunden hat, dass man mir gesagt hat, das, was wir im ersten Semester machen, das sehe ich, das kannst du schon. Und oder da bist du gut drin. Und du wirst dich im ersten Semester wahrscheinlich langweilen, weil du viele Sachen, die wir da behandeln, schon weißt. Und ja, das wäre einfach, glaube ich, auch nicht das Beste gewesen. So habe ich das erste Semester übersprungen. Und ja, und deswegen habe ich von diesen analogen Fächern und Illustrationen nicht ganz so viel mitbekommen. Aber, und das ist, glaube ich, auch das Ding, dass ich mich da nicht mehr ganz so wohl fühle, weil es einfach viel zu wenig für mich tatsächlich mit Malen, mit Illustration, egal jetzt ob digital oder analog, mit Stift und Papier, dass es damit einfach viel zu wenig zu tun hat jetzt in den späteren Semestern. Denn in den späteren Semestern geht alles nur noch um digital. Das heißt, es wird fotografiert, es wird gefilmt, was auch cool ist. Es wird Werbung gemacht, Grafikdesign und Magazine, also Editorial und sowas. Und das ist einfach was mir überhaupt nicht liegt. Und das habe ich in den letzten paar Monaten, Wochen gemerkt, dass das absolut nicht meine Sparte ist. Und ich habe so viele Arbeiten von meinen Semesterkollegen angeguckt und die sind alle so super gewesen und ich war wirklich neidisch darauf, was die aufs Papier oder auf den PC bringen konnten, wo ich einfach nicht drauf gekommen bin, weil mein Kopf, mein Gehirn ganz anders funktioniert. Ich denke in Illustrationen, ich denke in Bildern. Wenn ich irgendwas sehe, dann denke ich, oh, das wäre cool, das in der Illustration einzuarbeiten. Oder wenn ich irgendwie ein tolles Foto sehe, dann denke ich mir, boah, das wäre richtig cool als so eine richtig schöne mystische Illustration oder sowas. So denke ich und so funktioniert mein Gehirn und nicht in Grafiken und Werbung. Und das habe ich halt gemerkt und deswegen will ich die Schule wechseln. Auch weil mir an der Schule einige Sachen überhaupt nicht gefallen haben. Und das hat wahrscheinlich zum Großteil jetzt mit Corona zu tun. Jetzt mit dem ganzen Lockdown-Kram und Online-Unterricht und alles das, damit hat es wahrscheinlich viel zu tun, denn meiner Meinung nach war die Kommunikation bis jetzt an dieser Schule nicht das Gelbe vom Ei, denn vieles wurde uns einfach im Voraus nicht gesagt oder es wurde viel, ich will nicht sagen unter den Teppich gekehrt, aber vieles wurde auch einfach vergessen, uns zu sagen. Und es herrschte sehr viel, ja, es waren sehr viele Kommunikationsprobleme einfach da. Und ja, und das fand ich einfach nicht so wirklich toll in einer Schule, bei der es wirklich um Kommunikation geht. Bei der wir mit unseren Fähigkeiten versuchen sollen, mit Leuten oder Leuten etwas zu überbringen, zu kommunizieren. Und das war auch einer der Faktoren, die mich dann dazu gebracht haben, zu sagen, ich will das nicht mehr machen. Und ja, dadurch, dass diese Kommunikation nicht funktioniert hat, dadurch haben wir fast 1,5 Monate an Unterrichtszeit verloren. Und weil der Online-Unterricht nicht früh genug eingerichtet wurde,
obwohl man meinen sollte, dass eine Schule, die digital arbeitet für und für Kommunikation steht und Kommunikationsdesign lehrt, dass die Schule eigentlich in der Lage sein sollte, sowas relativ zügig aufzusetzen, ist das nicht passiert und dadurch haben wir so viel Unterrichtszeit verloren, die uns jetzt einfach fehlt und wir müssen jetzt so, also die Semester sind zwar genauso lang, aber wir haben halt Sachen, die wir haben halt Noten nicht bekommen aus Semestern, die davor waren, weil die Leute einfach nicht mehr hinterherkamen. Wir müssen durch Aufgaben und durch andere Sachen so schnell durch, dass sich alles verkürzt. Dass sich unsere Zeit zum Lernen verkürzt, unsere Zeit Aufgaben zu erfüllen verkürzt sich. Und dieses ganze Rumgehetze, dieses ganze ihr müsst, das macht mir absolut gar keinen Spaß. Und ich will niemandem, der das Fach studieren will, dieses Fach schlecht reden oder irgendwas dagegen sagen. Es ist einfach nur, dass es für mich einfach nichts ist. Ich kann damit nichts anfangen. Ich habe vieles gelernt in den letzten 4 Semestern jetzt, das mir unglaublich weitergeholfen hat und dass ich kann besser mit einer Kamera umgehen. Ich kann bessere Fotos machen. Das hilft mir vor allen Dingen für meinen Etsy-Shop. Ich kann bessere Produktfotos machen. Und es macht mir mittlerweile auch Spaß, Produktfotos zu machen. Ich weiß, wie man bestimmte Formate anlegt, welches Format für was das Beste ist. Ich habe ein bisschen Website-Design mitgekriegt. Ich weiß, was auf einer Webseite gut aussieht oder habe gelernt, was auf einer Website gut aussehen könnte. Und das sind Sachen, die nimmt mir keiner mehr weg. Die habe ich, die weiß ich, die habe ich gelernt und die sind da oben drin. Und ja, das finde ich super, aber ich kann einfach nicht mehr damit weitermachen, wenn es mir keinen Spaß mehr macht und wenn ich absolut nicht 100% dahinter stehe, dann bin ich so ein Mensch, dann kann ich das nicht mehr machen. Dann brauche ich irgendwas anderes. Und deswegen habe ich mir jetzt zum Ziel gesetzt oder habe mich entschieden, die Schule zu wechseln und außerdem den Studiengang zu wechseln. Und zwar habe ich in den Studiengang Illustrationsdesign gewechselt. Da fange ich im März tatsächlich an, also quasi nahtlos, wenn das Semester an der Schule aufhört, fängt mein neues Semester an der anderen Schule an. Das heißt zwar, ich bin noch, ich glaube, ein Jahr länger im Studium oder in der Lehre, wie man es auch nennen mag, als ich jetzt gewesen wäre, weil ich habe jetzt ab März noch, lass mich gucken, ich habe dann noch 4 Semester, also noch 2 Jahre, aber ich hoffe einfach, dass mich das weiterbringt und dass das mehr zu dem passt, was ich machen möchte. Und ich freue mich sehr darauf, das Studium da anzufangen. Ich freue mich vor allen Dingen, einfach neue Sachen zu lernen, die mit dem Feld zu tun haben, was ich gerne mache und wo ich täglich drüber nachdenke. Und einfach neue Leute kennenzulernen, die ähnlich denken wie ich, die ähnliche Skills haben wie ich, die ähnliche Fähigkeiten haben, die mir auch helfen können, meine Fähigkeiten zu verbessern und vor allen Dingen das, was ich jetzt schon kann, zu verbessern. Und zwar mit Hilfe von Unterricht, Dozenten und eben von den anderen Leuten, die ich da kennenlernen werde. Und ja, ich freue mich einfach, endlich in die Richtung zu gehen, in die ich gehen will. Und viele in meiner Familie war es dann, ich hatte erst ein bisschen Schiss, das in meine Familie hochzubringen, weil natürlich will die Familie nur das Beste für einen und will, dass man einen vernünftigen Beruf lernt, dass man gut im Leben stehen kann, dass man genug Geld zum Leben hat. Und das ist halt mit den kreativen Berufen nicht ganz so einfach. Es wird immer mehr und es ist auch schon erheblich mehr, als es vor 10, 20, 30 Jahren gewesen ist. Aber es ist halt immer noch schwer, damit wirklich seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
wenn man nur hier und da mal ein paar Aufträge hat. Oder also wenn man nicht, sag ich jetzt mal, als Grafiker oder als Designer irgendwo fest angestellt ist, dann ist es sehr schwer, Jobs zu finden, und dann ist es sehr schwer, erstmal in dieses Berufsleben reinzukommen. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich das schaffen werde, und ich werde mich davon auch nicht abbringen lassen. Ich mache das, was ich machen möchte, und ja, ich habe lange nach Alternativen gesucht, ob ich jetzt eine Ausbildung mache oder ob ich das Studium wechsle, ob ich an eine andere Uni gehe, ob ich gar nicht mehr in die künstlerische Richtung gehe. Da habe ich so lange drüber nachgedacht und habe aber am Ende, nachdem ich mich auch auf Ausbildungsplätze beworben habe und Absagen bekommen habe, habe ich mich dafür entschieden, dass ich dann doch sage, okay, ich wechsle die Schule, ich brauche einen anderen Studiengang, ich möchte was mehr mit meiner Art von Kunst zu tun hat. Nicht das Grafikdesign oder nicht das Webseitendesign, Fotografie, dass das nichts mit Kunst zu tun hat. Das ist alles Kunst im eigenen Sinne. Aber das Feld der Kunst, mit dem ich zu tun habe, Illustration und Geschichten erzählen mit Bildern, das möchte ich einfach machen. Und das ist das, wofür ich mich jetzt entschieden habe. Und natürlich kommt da nicht nur diese innere Angst dazu, zu sagen, mache ich das jetzt, mache ich das nicht? Ist das gut, dass ich das mache, oder ist das totaler Schwachsinn? Da ist nicht nur dieser innere Schweinehund, der dazu kommt, sondern natürlich auch, wenn man wie ich alleine wohnt oder halt eben mit einem Partner zusammen wohnt, aber in einer eigenen Wohnung wohnt, sich selber versorgen muss, ernähren muss, selber Strom und Wasser zahlen muss. Also alles, was du nicht hast, wenn du bei deinen Eltern wohnst, wenn man jetzt keine Miete oder kein Geld dazu zahlen muss, wenn man bei seinen Eltern lebt, daran muss man denken, an das ganze Finanzielle vor allen Dingen. Habe ich, wenn ich studiere, genug Geld, um trotzdem noch vernünftig und auch gemütlich zu leben? Können wir das irgendwie so einigen, als was arbeitet der Partner, wie viel Geld verdient der Partner, haben wir genug, um zu überleben, um in der Wohnung zu bleiben, oder also um da wohnen zu bleiben, wo wir jetzt wohnen, haben wir dafür genug Geld? Und alles das habe ich mit meinem Partner, mit meiner Familie durchgesprochen, und natürlich sagt die Familie immer, wenn es das ist, was du machen willst, dann mach das, und sollte das nicht funktionieren, dann finden wir eine Lösung. Aber daran zu glauben und das wirklich zu verinnerlichen, das braucht seine Zeit. Und ja, ich habe mich jetzt dafür entschieden. Es ist alles in trockenen Tüchern. Ich werde im März die Schule wechseln, und ich freue mich unglaublich drauf, endlich ein Stück in die Richtung zu gehen, in die ich gehen will. Und ja, ich will zum Abschluss eigentlich nur noch sagen, wenn ihr etwas euch in den Kopf setzt und wenn ihr das unbedingt machen wollt, dann macht es. Das ist immer leichter gesagt als getan, und das weiß ich auch. Aber macht es. Versucht alles daran zu setzen, das zu machen, solange es euch nicht in eurem Leben aufhält, solange ihr euch das leisten könnt, sowohl finanziell als auch im sozialen Leben quasi. Das ist nämlich auch so eine Sache. Ich hatte in der Uni, in der ich jetzt bin, wenig Zeit für soziale Kontakte, sehr wenig. Und ich musste dann immer mich dazu aufrappeln, dann zu sagen, komm, heute gehst du mal mit deinen Freunden weg, oder heute besuchst du mal deine beste Freundin oder so, oder heute machst du mal einen Spieleabend mit denen, oder heute zockst du mal mit denen und triffst dich mit denen auf Discord. Und dazu habe ich mich echt durchringen müssen, weil ich immer im Hinterkopf hatte, Mist, ich muss noch irgendwas für die Uni machen, es muss noch eine Aufgabe fertig sein, es muss noch ein Projekt fertig sein, und dazu habe ich mich echt durchringen müssen. Und ich hoffe, natürlich hat man nicht immer, ist dann nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, wenn man auf einmal was anderes studiert. Natürlich muss man auch dafür arbeiten und sich anstrengen, aber ich hoffe, dass sich zumindest das mit den sozialen Kontakten etwas ändert.
und ich mehr Zeit für Familie und Freunde habe und nicht ständig nur hier in meinem kleinen Studio sitze und mir den Kopf über irgendwelche Aufgaben zerbreche. Und ja, wie gesagt, das, was ich sagen wollte, ist, wenn ihr euch was in den Kopf setzt und wenn es etwas ist, was ihr machen wollt, dann macht es. Holt euch Meinungen ein von eurer Familie, von euren Freunden, von eurem Partner, Partnerin. Holt euch Meinungen ein, besprecht das mit denen, sagt, was ihr vorhabt. Und ich bin mir sicher, dass eure Familie, euer Partner, eure Freunde euch damit unterstützen. Und da bin ich auch sehr froh drum, dass meine Familie und mein Partner und meine Freunde sagen, hey geil, so machst du das, du schaffst das, du kannst das. Und ja, ein bisschen abschließend dazu will ich noch sagen, vielen, vielen Dank für jetzt mittlerweile 50 Abonnenten, glaube ich. Ich weiß, das ist nicht sehr viel in der heutigen YouTube-Welt, das ist noch nicht mal ein Wimpernschlag. Aber ich freue mich sehr darüber, dass jetzt in den letzten paar Monaten noch Leute dazugekommen sind, die sich meinen Kram angucken und die sich gerne meinen Kram angucken. Und dafür sage ich ganz doll danke, 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 danke. Und vor allen Dingen für die Leute, die bei mir im Shop einkaufen, die mir auf Instagram Kommentare schreiben oder die auch hier Kommentare schreiben. Danke, 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 danke. Ihr rettet mir meistens wirklich meinen Tag. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch, denke ich mal. Und wir sehen uns hoffentlich in dem nächsten Video wieder, was wahrscheinlich ein neuer Studio-Vlog sein wird. Und ich hoffe, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr was draus lernen konntet oder wenn ihr irgendwelche Entscheidungen habt, die gerade getroffen werden müssen oder Probleme habt, wo ihr keine Lösung findet oder vielleicht euch einfach nur austauschen wollt, dann schreibt das doch unten rein und ja, versucht euch vielleicht auch von anderer Seite ein bisschen Hilfe oder Unterstützung zu suchen. Ich werde auf jeden Fall die Kommentare lesen, wenn welche kommen und werde auch versuchen zu antworten. Und ja, damit verabschiede ich mich dann und hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen. Tschüss!